KI-Startups sind für den Technologietransfer ganz entscheidend. Wir haben leider die Situation immer noch in Deutschland, dass Technologietransfer aus den Hochschulen in zum Beispiel die Wirtschaft rein sehr, sehr, ja, ich sag mal, eher angestrengt läuft. Wir haben da nicht sehr gute Zahlen im Vergleich zum internationalen Wettbewerb. Wir haben super Forschung, ganz grandiose, exzellente Ergebnisse, aber wir schaffen es immer noch nicht gut genug, die dann auch in die wirtschaftliche Verwertung zu bringen. Und gerade bei sowas wie Patentverkäufen oder Projekten zusammen mit der Industrie haben wir noch großen Nachholbedarf. Was aber schon jetzt ganz gut klappt und noch enormes Potenzial hat, sind Ausgründungen. Weil im Grunde können Startups, die aus den Wissenschaften kommen, sind in der Lage, innovative Geschäftsmodelle basierend auf neuesten Forschungsergebnissen zu gründen und damit auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Dinge wiederum in Wirtschaft und Gesellschaft verwertet werden. Ich glaube, KI-Kompetenzen sind aus ganz vielen verschiedenen Gründen wichtig. Zum einen ist es natürlich wichtig, weil wir viel zu wenig Fachpersonal haben, die selber KI anwenden kann. Das heißt, wir brauchen dringend geschulte Leute, die KI auch implementieren können. Programmierer natürlich, aber auch solche, die, ich sag mal, Annotationen machen beispielsweise, die im Großen und Ganzen einfach wissen, wie künstliche Intelligenztechnologien funktionieren und die auch einsetzen können. Auf der anderen Seite sehe ich aber noch einen ganz anderen Bedarf, nämlich wir haben jetzt aktuell die Situation, dass man ja de facto in vielen Bereichen der Medien auch große Angst verbreitet und vor allem Risiken von künstlicher Intelligenz in den Vordergrund stellt. Tatsächlich hat künstliche Intelligenz enorme Chancen. Und bei den Risiken muss man auch ganz genau hinschauen, weil künstliche Intelligenz ist eine breite Technologie. Je nach Anwendung ist das Risiko ganz verschieden. Das heißt, hier hilft Aufklärung und auch unter weitere Education extrem weiter. Also auch aus diesem Grund müsste mehr KI-Kompetenz verbreitet werden.